Mit der Neuverfilmung von S ist Ende 2017 einer der am meisten erwarteten Horrorfilme des Jahres in die deutschen Kinos gekommen. An den Kassen war S bislang auch ein voller Erfolg. Allerdings hat die Sache einen Haken. Die Geschichte um den Kampf einer Gruppe Jugendlicher gegen den Horrorclown Pennywise wird in zwei Filmen erzählt. Der erste Teil lässt uns also mit einem ordentlichen Cliffhanger zurück. Jedoch wurde S Teil 2 bereits angekündigt. Die Aufteilung in zwei Filme hat einige interessante Auswirkungen auf das Drehbuch. Im Buch springt die Handlung ständig zwischen zwei Zeitebenen, der Kindheit der Mitglieder des Loser Clubs und wie sie später als Erwachsene den Kampf gegen Pennywise aufnehmen. Im neuen S-Film wird das ein wenig anders. Der erste Teil, der im September erschien, bezog sich ausschließlich auf die Kindheit der Protagonisten. S2 behandelt dann voraussichtlich die zweite Zeitebene. Die Rückkehr des Schauspielers Bill Skarsgård gilt als sicher. Horrorclown Pennywise spielt schließlich in beiden Zeitebenen eine zentrale Rolle. Die Jungschauspieler aus Teil 1, Finn Wolfhard und Jane Lieberherr, werden wahrscheinlich ebenfalls wieder mit dabei sein, allerdings wohl nur in Form von Flashbacks. Bill, der Anführer des Loser Clubs, weiß bereits sehr genau, welchen Star er sich für seinen Charakter wünscht. In einem Interview verriet der 14-Jährige, dass er denke, dass Evan McGregor interessant wäre. Er wolle ihn jedoch nicht beleidigen, aber er wäre wahrscheinlich etwas zu alt. Ob das wirklich auch so eintrifft? Über weitere Schauspieler wurden bislang noch keine offiziellen Details bekannt gegeben. Ja Leute, da sind wir auch schon wieder am Ende. Freut ihr euch auch schon auf die Fortsetzung von S? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ciao!